High Noon in Washington am Tag der Veröffentlichung des sogenannten Mueller Reports, der Erkenntnisse von FBI-Sonderermittler Bob Mueller, der fast 2 Jahre lang mögliche Verbindungen zwischen Donald Trumps Wahlkampfteam und Russland sowie Fragen der Justizbehinderung durch US-Präsidenten Donald Trump untersucht hat. In Washington herrscht neuerlich das Skandalfieber. Die US-Hauptstadt ist praktisch im Ausnahmezustand. Für 11 Uhr Vormittag wurde angekündigt, dass Kopien des vollständigen Mueller-Reports an den Kongress übergeben werden. Ganz altmodisch wird das durchgeführt mit ausgedruckten Exemplaren und auch DVDs mit Zusatzmaterial. Gleichzeitig richtet das Justizministerium eine Website ein, auf der der gesamte Bericht heruntergeladen werden kann oder eingesehen werden kann online für den Rest der Welt und die amerikanische Bevölkerung. Natürlich, viele Passagen sind angeblich geschwärzt worden, zensuriert worden aus Gründen der Geheimhaltung zum Schutz von Privatsphäre und Geheimdienstinformanten. Ganz dramatisch natürlich der Ablauf, der Showdown hier in Washington. Justizminister William Barr hat bereits eine Pressekonferenz abgehalten und das bevor die Öffentlichkeit und die Politiker den Mueller-Report zu Gesicht bekamen. Das alleine hat einen Feuersturm entfacht in Washington. William Barr hat bei seiner Pressekonferenz neuerlich festgestellt, dass es keinerlei Absprachen, keinerlei Zusammenarbeit gegeben hätte zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland. Der Justizminister sagte jedoch, dass es unbestritten ist, dass der Kreml unter Wladimir Putin die US-Wahl beeinflussen wollte zugunsten von Donald Trump. Aber Barr wiederholte mehrmals, dass es keine Zusammenarbeit, keine Kollusion zwischen Trump und dem Kreml gegeben hatte. Schwammiger natürlich der Bereich Justizbehinderung und hier musste William Barr zugeben, dass er hier das Heft in die eigene Hand genommen hat, dass Sonderermittler Bob Mueller zu keinem eindeutigen Schluss gekommen ist, ob Donald Trump Justizbehinderung begangen hätte. Barr hat dann geurteilt aufgrund des Reports, dass es zu wenige Beweise geben dürfte bezüglich einer Anklage gegen den Präsidenten. Das natürlich wird der umstrittenste Punkt bleiben. Wenn der Bericht vorgelegt wird, dann wird man zum ersten Mal sehen, was Bob Mueller wirklich gesammelt hat an Beweisen gegen Donald Trump in Sachen Justizbehinderung und welche Schlüsse der Sonderermittler selbst gezogen hat und wie freihändig Barr hier gehandelt haben könnte. Auffällig ist natürlich, dass sich William Barr hier voll hinter Donald Trump stellt, dass hier er fast zu seinem eigenen Verteidiger, Chefverteidiger wird, dass er seine Rolle als unabhängiger Justizminister fast aufgegeben hat, wie viele US-Medien hier kritisieren. Das natürlich gießt Öl ins Feuer angesichts dieser laufenden Kreml-Gate-Skandale und für Donald Trump könnte es trotz dem einstweiligen Freispruch durch den Justizminister doch ein langer Tag werden, wenn alle Beweise und alle Details des Mueller-Reports endlich ans Licht kommen.